Mike Schulz darf sein Projekt auch gleich selber vorstellen. Ich kann nur sagen, ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Ich freue mich wirklich riesig. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es eine coole Sache wird. Wenn ich so einig hier rechts und links gucke, wer alles mitmacht. Und ich kann eins nur versprechen, dass die Stadt, dass ich mich persönlich dafür mit einsetze, dass das funktioniert. Wir werden im Sommer, weil das Konzept sich auch in Gotha bewährt hat, vorrangig die Beachbar öffnen. Was die Bowlingbahn hier angeht, wird sie nicht mehr so wie bisher nur dann und wann geöffnet oder wenn man einer anruft. Die Bowlingbahn wird immer, wenn wir aufhaben, im Herbst, Winter und Frühling betrieben werden können. Im Sommer, wenn wir die Beachbar haben, wird sich das noch zeigen, wie sich das ergibt. Und ich muss auch an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, das, was wir hier vorstellen, ist ein Entwicklungsprojekt. Ja. Nach dieser Corona-Pause, die uns vor allem auch die Künstler, ja, und die Veranstalter, Michael und Vinzenz und Björn können da ein leider böses Lied davon singen, sehr mitgenommen hat und wir selber auch sehr mitgenommen wurden dabei, ist es natürlich eine Sache, die sich erst wieder auch etablieren muss. Wir wissen nicht, wie sich die Entwicklung im Herbst dann ergeben wird. Wir sind aber der Meinung, dass wir was tun müssen. Wir können nicht warten. Wir können nicht warten, bis die Bedingungen so sind, wie sie mal eventuell mal waren, weil wir gar nicht wissen, ob sie wiederkommen. Dass er einen Rahmen schaffen will für stilvolle Live-Musik-Veranstaltungen. Man könnte es Kleinkunst nennen, auf jeden Fall Kultur. So, und da hat er natürlich bei mir offene Türen eingerannt und wir haben relativ schnell uns darauf geeinigt, dass der Sonntag der perfekte feste Tag dafür wäre, weil Freitag, Samstag ist eher Party, also Konzert und Disco-Party. In der Woche ist es Quatsch und Sonntag ist tatsächlich hervorragend geeignet. Deswegen werden wir, wahrscheinlich nach der EM soll es losgehen, es wäre der 18. Juli, also 18. oder 25. Juli, irgendwie auf jeden Fall nach der EM, starten mit einem, bin ich mir sicher, hochwertigen, abwechslungsreichen Programm verschiedener Genres. Wir haben vorhin kurz in Erinnerung geschwelgt, wir haben mal so ein Udo Jürgens Abend als Dinnershow in London noch gemacht. Das war großartig. So was werden wir wieder machen. Ich bin vom Mike mit angesprochen worden, ob ich mich um dieses Konzept mit kümmern würde, um die Kultur hier kümmern würde. MSB ist verantwortlich eigentlich für das komplette Projekt Gleisdreieck und ich bin dann mehr oder weniger der, der sagt, ja, wir würden hier gewisse Veranstaltungen praktisch anbringen. Wir würden sagen, die Samstagabende gehören der Diskothek, die Freitagabende vielleicht der Live-Musik. Und also, dass die Leute genau wissen, an dem und dem Tag passiert was. So wie das mal mit der Oma gewesen ist, da wusste man, da konntest du nach Wörthershausen fahren. Genau, der letzte Party. Samstag im Monat war Oma. Ja. So in der Art wollen wir das hier umsetzen. Und wir haben definitiv so ein bisschen Erfahrung sammeln können in den letzten 30 Jahren. Du hast es angesprochen. Und davon wollen wir halt so ein bisschen schöpfen und sagen, das würde hierher passen, das würde hierher passen. Wir würden gerne mit regionalen Leuten arbeiten. Wir würden aber auch gerne überregionale Leute mal nach Wörthershausen bringen wollen. Und dann hoffen wir, dass wir zusammen die Veranstaltung zum Erfolg führen. So wird sich vielleicht auch wieder ein Kreis schließen, ne? Denn du warst ja gar nicht mehr so oft hier in Wörthershausen unterwegs. Nein, in Wörthershausen sehr, sehr wenig. Ja, in Friedrichsruder immer noch ab und zu. Und warum nicht? Ich komme gerne zurück. Alles klar, dann freuen wir uns drauf und wir sehen uns. Danke.